Absprungzone vor uns, Cap. Hast du am Samstag was Schönes gemacht? Naja, alle Jungs aus meiner Gesangstruppe sind tot, also nicht wirklich. Wenn du Kirsten aus der Buchhaltung nach einem Date fragst, sagt sie bestimmt ja. Darum frage ich sie nicht. Zu schüchtern oder zu ängstlich? Zu beschäftigt. Hat er einen Fallschirm? Nein. Einen hat er nicht. Ich bin marschiert, um Menschen zu beschützen. Captain, um eine bessere Welt zu schaffen, muss man manchmal die alte zerstören. Und das schafft Feinde. Sind Sie bereit, der Welt zu zeigen, wie Sie wirklich sind? Schauen Sie aus dem Fenster. Sie kennen die Spielregeln. Chaos, Krieg. Es reicht ein einziger Schritt. Wir eliminieren viele Bedrohungen, bevor sie überhaupt stattfinden. Ich dachte, die Bestrafung kommt erst nach dem Verbrechen. S.H.I.E.L.D. nimmt die Welt, wie sie ist. Nicht, wie wir sie uns wünschen. Das ist keine Freiheit. Das ist Angst. Sie müssen beide Augen offen halten. Bevor wir anfangen, will irgendjemand aussteigen? Ihre Arbeit war ein Geschenk für die Menschheit. Sie haben das Jahrhundert geformt. Und das müssen Sie noch einmal tun. Du bist dran. Es geht los. Hast du am Samstag was Schönes gemacht? Naja, alle Jungs aus meiner Gesangstruppe sind tot, also nicht wirklich. Wenn du Kirsten aus der Buchhaltung nach einem Date fragst, sagt sie bestimmt ja. Darum frage ich sie nicht. Zu schüchtern. Zu beschäftigt. Hat er einen Fallschirm? Nein. Einen hat er nicht. Ich bin marschiert, um Menschen zu beschützen. Captain, um eine bessere Welt zu schaffen, muss man manchmal die alte zerstören. Und das schafft Feinde. Die meisten Nachrichtendienste glauben nicht, dass es ihn gibt. Wir es tun, nennen ihn Winter Soldier. Er ist schnell. Stark. Hat einen Arm aus Metall. Sind Sie bereit? Es reicht ein einziger Schritt. Es wird Tote geben. Das kann ich nicht zulassen. Wann fangen wir an? Schon geschehen. Der Preis der Freiheit ist hoch. Und ich bin bereit, ihn zu zahlen. Sie sagten, ich soll keinem trauen. Das ist das Ende. Jetzt ist alles offen. Sieht so aus, als haben Sie jetzt das Sagen, Cap. Verdammt richtig. The Return of the First Avenger. Wie unterscheiden wir die Guten von den Bösen? Wenn sie auf dich schießen, sind es die Bösen. Hast du am Samstag was Schönes gemacht?
Naja, alle Jungs aus meiner Gesangstruppe sind tot, also nicht wirklich. Wenn du Kirsten aus der Buchhaltung nach einem Date fragst, sagt sie bestimmt ja. Darum frage ich sie nicht. Zu schüchtern? Zu beschäftigt! Hat er einen Fallschirm? Nein. Nein, hat er nicht. Ich bin bei Shirt, um Menschen zu beschützen. Captain, um eine bessere Welt zu schaffen, muss man manchmal die alte zerstören. Und das schafft Feinde. Die meisten Nachrichtendienste glauben nicht, dass es ihn gibt. Wir es tun, nennen ihn Winter Soldier. Er ist schnell. Stark. Hat einen Arm aus Metall. Sind Sie bereit? Es reicht ein einziger Schritt. Es wird Tote geben. Das kann ich nicht zulassen. Wann fangen wir an? Schon geschehen. Der Preis der Freiheit ist hoch. Und ich bin bereit, ihn zu zahlen. Sie sagten, ich soll keinem trauen. Das ist das Ende. Jetzt ist alles offen. Sieht so aus, als haben Sie jetzt das Sagen, Cap. Verdammt richtig. The Return of the First Avenger. Wie unterscheiden wir die Guten von den Bösen? Wenn sie auf dich schießen, sind es die Bösen. Frag doch mal Kristen aus der Statistikabteilung. Die würde bestimmt mit dir ausgehen. Darum frage ich sie nicht. Zu schüchtern oder zu ängstlich? Zu beschäftigt! When we first find Natasha, Natasha und Steve waren nach den Avengers auf vielen verschiedenen Missionen zusammen. Sie kennen sich schon besser. Together, they've gotten to know each other a bit. Natasha, Statusmeldung. Maschinenraum gesichert. Cap und Black Widow, Cap und Widow sind sehr verschieden. Ein seltsames Team. Sie hat eine sehr fragwürdige Moral und lügt ohne Probleme. Während Cap nicht lügen kann, selbst wenn er es versucht. Sie haben einiges zusammen durchgestanden. Er weiß mehr über sie als die meisten Menschen. Ihre Freundschaft wird auf eine interessante Probe gestellt. Unsere Mission ist es, Geiseln zu retten. Nein, das ist deine Mission. Sie ist eine starke, unabhängige, intelligente Frau, die schon schlimme Dinge gesehen hat. Damit spielen wir ein wenig. Sind Sie bereit, der Welt zu zeigen, wie Sie wirklich sind? Mit jedem Film gehen wir weiter an die Grenzen. Es macht Spaß, dabei zu sein. Captain Rogers has information regarding the death of Director Fury. He refused to share it. As difficult as this is to accept, Captain America is a fugitive from S.H.I.E.L.D. Sir, we found him. He's at 21st and F. I wanted Falcon to be a part of a team with Cap, not a sidekick. And in order to do that, you need an actor who can hold the screen opposite all these great actors that are in the film.
and you need somebody who can flesh that character out with limited screen time in a very three-dimensional way, and that's Mackie. He's just got such a gregarious nature and so full of energy. I don't know where he gets it. I don't know how he sustains it. But when he's on set, everyone's smiling, and when he's not there after a few days, you say, where's Mackie? You know, he just breathes life into his environments. And he does like to say, cut the check. You should record this, it's gonna be good. Cut the check. We need to link all three carriers for this to work. I got confused with my eyeline. I think I looked directly into camera. I don't care. You just forgot the line. Now you're trying to make up some other Steve, we got a bogey. Short-range ballistic thermobaric payload. Stop it. Where is it? I didn't do this to you. Nope. Go. Where is it? Well, let's see what the ghost wants. Find out what the ghost wants. Let's get this ghost. Takes two alpha member left. And you know what I'm saying. Cap's mission when he takes over that ship is to covertly and as quickly as possible take out all the guards on the deck. How's he gonna do that? He's gonna move at super speed, he's gonna move with super strength, and he's gonna, you know, what we call knockout shots, right? Every guy, when he leaves that guy's gotta be out, because if that guy gets up and pulls an alarm, everything's over. So you'll notice that, you know, every guy he approaches is either thrown overboard or completely knocked out before he moves on to the next guy. What we're telling the audience is in the 2 years since the Avengers, he's done all this training. So when you drop him on that boat, we're catching you up to speed on how he fights now, that it's real world, that it's in real world situations. With that type of combat, to make it cool, I think you have the liberty to kind of get a little more of a gritty feel. This movie's all handheld. It's just a really interesting approach to a superhero movie. I don't think I've seen a superhero movie shot that way yet. We want to move away from impressionistic action and into specificity, because Cap's abilities are all about the superhuman abilities. So unless you can, you know, you can really follow his fighting style, you're losing an element of what makes him exciting to watch the character. For me, just having done three films so far with Marvel, and also with this, you know, with the same stunt group, I know what the ins and outs are more. I feel way more comfortable fighting. I feel way more comfortable hanging 60 feet in the air. Scarlett and I have worked together quite a bit now. Her double is Heidi Moneymaker, who I hired and put them together on Iron Man 2, and she's doubled her ever since. She is truly one of the best stunt women in the world. Thank you to Heidi Moneymaker, who the two of us have now fused into one person. I think we try to push the envelope with each film, and there's already these kind of established moves that people recognize and are really into, so we get to play with that a little bit. We sort of have a style, or we have her style, and so every time I come onto a new movie, I go with the flow, and then I start trying to put in really widowy, kind of flippy, twisty, Lucha Libre type fun moves so that she still has that flair to it. Der Preis der Freiheit ist hoch, und ich bin bereit, ihn zu zahlen. Als wir The Return of the First Avenger entwickelten, sagten wir, es wird ein großer Superheldenfilm. Aber eigentlich wollten wir einen politischen Thriller im Stil der 70er Jahre machen. So wie Die Drei Tage des Kondor oder Die Unbestechlichen. Wir sahen uns diese Filme an, aber hätten uns nicht träumen lassen, mit Redford zu drehen. Es kommen einige Geheimnisse ans Tageslicht, das fand ich sehr spannend. Robert Redford ist Alexander Pierce, der Leiter des Weltsicherheitsrats und ein sehr enger Freund von Nick Fury. Er ist facettenreich, sehr scharfsinnig und intelligent. Personen wie Robert geben so einem Film eine ganz andere Dimension. Schauen Sie aus dem Fenster. Sie kennen die Spielregeln. Chaos, Krieg, es reicht ein einziger Schritt.